jetzt unbedingt was zum Wetterkreis sagen. Mir hat das wirklich gut gefallen. Muss ganz dicht, ganz dicht ran. Okay. Wir haben uns einfach mehr zugehört. Also das war einfach schöner gewesen. Dass wir haben uns wirklich zugehört, was jemand zu sagen hat, was jemand am Herzen hat. Ich verstehe es, wenn einige das nicht wollen. Trotzdem müssen wir gucken, wie wir hier weitermachen. Wir haben letztes Mal angesprochen, jeder sollte jemanden mitbringen. Ich habe mich dran gehalten. Wir haben zwei Leute mitgebracht. Und ich denke, es wäre schön, wenn wir das so sehen würden. Jeder von uns kennt bestimmt dieses Schneeballsystem, wo man meistens dann sein Geld verloren hat. Hier hat man aber nichts zu verlieren, hier hat man nur zu gewinnen. Und ich finde, das wäre schön, wenn man das so sehen würde. Versucht einfach nicht jedes Mal zwei mitzuholen, sondern jede, die ja wirklich richtig mit Herzen hinter dieser Sache steht, zwei Leute reinzuholen. Ja? Und wenn die dann auch zwei Leute reinholen, dann könnt ihr glauben, das geht hier sowas vom Ruckzuck voran. Und das wäre einfach wunderschön. Ich habe jetzt schon mehrere Leute angesprochen, die noch ein bisschen Zeit brauchen, aber ich weiß vom Herzen her, gehören sie hierher. Und ich weiß, es gibt noch sehr viele Leute, die hierher gehören, die sich aber vielleicht noch nicht daran glauben, dass wir hier was Großartiges schaffen können. Aber wir können es schaffen, ich weiß es, weil ich spüre es. Der Berg bewegt sich, Leute. Und ich habe da noch so, weil ich schon Jahre immer gesagt habe, weil sich viele Leute beschweren, wie schlimm hier auf diesem Planet aussieht. Und das stimmt auch. Aber wisst ihr, dieser Planet ist eigentlich ein Paradies. Und die Menschen schaffen die Hölle daraus zu machen. Und das ist so schade. Und lass uns wieder daraus Paradies machen. Wir können doch zusammen hier anfangen. Und wir machen das eigentlich auch schon im Kleinen. Ja, wenn man sieht hier, wie die Kinder und alle... egal, wenn jemand was braucht, kriegt das und so weiter. Ne? Es geht nicht darum, ob das jetzt was gekostet hat oder nicht. Es geht einfach um Teilen, um Herz. Teilen ist so was Schönes, das glaubt ihr gar nicht. Oder vielleicht doch einige von euch, deswegen seid ihr ja hier. Ne? Aber okay, ich weiß jetzt was, gar nicht, was ich noch sagen soll. Es gibt eigentlich so viel zu sagen. Ich denke, der Internet ist eine sehr, sehr gute Sache, der gerade Facebook momentan, wo wir uns wirklich ein bisschen zusammenraufen können und gucken können, wer was, wie, was möchte der, was können wir da machen, dass wir zusammenhalten, weil dieses System wird zusammenbrechen. Okay, die wird zusammenbrechen. Es ist jetzt egal, ob der 2 Jahre dauert, 5 oder 10, aber wenn es zusammenbricht und wir kennen, sage ich nur, 200 Leute, das ist nicht viel, die sich vorbereitet haben, die sich genau wissen, wie kriege ich mein Brot, wie kriege ich meine Eier oder wie kriege ich was auch immer, was ich brauche, was ich für mein Leben brauche. Ja, ob ich jetzt noch Fleisch esse oder nicht, ist es überhaupt nicht wichtig. Aber bin ich mit Herz dabei? Ja, das ist wichtig. Und wenn wir mit Herz dabei sind, uns gegenseitig zu helfen und uns nicht um Profit geht, dann kommen wir voran. Dankeschön. Ich würde vielleicht was sagen, ja. Es geht aber ein bisschen länger. Ne? Ja, mach doch. Willst du dich auch stellen? Nee, ich sitze lieber. Darf ich filmen? Ja, sicher. Hallo, da gehe ich.